Ja, das mit dem Reifen, das liegt ja daran, dass viele rücksichtslos ganz bewusst ihre Bierflaschen hinknallen, sobald sie leer sind. So nach dem Motto: Nach mir die Sintflut, soll der Nächste reintreten oder sich einen Reifen aufschlitzen. Mich betrifft es ja nicht. Was das Verrichten der Notdurft auf dem Bürgersteig betrifft, da habe ich tatsächlich mal einen Penner gegen Mitternacht bei erwischt, der das in der Neustadt tatsächlich getan hat. Es ist ein sehr bekannter Neustädter Penner. Man sieht ihn auch fast nur in der Neustadt, aber der verrichtet überall seine Notdurft. Den haben wir auch in der Prager Straße mal dabei gesehen. Aber darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, sondern es geht darum, dass ich mich wegen dem Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft nochmal rechtfertigen wollte. Wenn wir tatsächlich eine Überflussgesellschaft hätten, wo es allen Menschen gut ginge, natürlich kann man dann auch seinen Haustieren das Beste geben. Und es war ja zu DDR-Zeit noch ähnlich gewesen, wo die Brötchen nur 5 Pfennig gekostet haben, dass man da gleich fürs Viehzeug ein paar Brötchen mitgekauft hat, weil das das billigste Viehfutter dort, auf diese Weise gewesen ist. So herum soll es ja eigentlich auch nicht laufen. Und ich denke, beim Essen, wenn man sich wirklich ein vollständiges Mittagessen leisten kann, was ich ja seit ich in Hartz IV lebe, nicht mehr kann. Früher konnte ich es mal, da konnte ich wunderschön am Kotelett den Fettrand abschneiden, da ist der Hund auch mit satt geworden. Dafür braucht man kein Schäber zu kaufen. Und ich finde es auch Ausdruck dieser Gesellschaft, dass es immer den Tieren gut gehen muss und es so viele Tierschutzvereinigungen gibt. Und ich habe jetzt irgendwas gelesen, ich habe es schon wieder vergessen, weil es eigentlich gar nicht wichtig ist, aber für hier wäre es auch vielleicht ganz angebracht gewesen. Irgendwie ein ganz komischer Tierschutzverein. Ach, Bernhardiner in Not e.V., genau. Bernhardiner in Not e.V. Ja, und Menschen in Not e.V. gibt es eben nicht. Ne? Früher war es doch umgekehrt, dass die Bernhardiner die Menschen retteten. Ja, Verkehrte die Welt, haben das so ist viel zu tun, dass die jetzt in Not geraten. verkehrte Welt, das ist Kapitalismus. Und heute gibt es aber dafür Afghanen in Not, Tibetaner in Not, Ja. wo hochrangige deutsche Persönlichkeiten, sogenannte, sich sehr stark engagieren und dann in die Schlagzeilen kommen, wenn sie eine Weile vom BND überwacht wurden, obwohl die Führungsperson die Frau von unserem lieben Herrn Schäuble ist. Und ich wollte noch mal was, erstmal melden. Ich wollte noch mal was sagen zu den Scherben auf dem Gehweg. Das finde ich nicht in Ordnung, dass Flaschen zerdeppert werden. Die sollten als Leergut fortgeschafft werden und nie einfach stehen gelassen werden. Und dann wollte ich sagen, Tiere sind unsere besten Freunde. Ich lebe mit meiner Katze Minka und da ich alleine lebe, bin ich froh, dass ich sie habe. Ganz liebes Tier. Naja, und zum Glück wäre auch noch was zu sagen, dass es das Unterrichtsfach Glück jetzt eingeführt werden. Das ist eben im Kapitalismus wirklich wichtig. Das ist eben im Kapitalismus wichtig, dass man Glück hat, weil es ist alles nur Glück. Ob man nun beruflich hier irgendwie weiterkommt, ist alles nur eine Glückssache. In was für eine Familie man reingeboren wird, in eine arme oder eine reiche, ist eigentlich auch nur Glückssache. Es ist alles eine Glückssache. Deshalb muss man im Glück unterrichtet werden. Das muss man besonders beherrschen, das Glück. Sonst wirst du hier nicht. Das stimmt. Ja. Und es geht ja auch darum, dass der Mensch also begreift, dass er, wenn er von diesen Glücksideen hier befruchtet wird, dass er eben vergisst, dass man vielleicht hier das Rad der Geschichte eventuell mit eigenen Händen bewegen kann. Und davon muss er ja abgehalten Genau. werden. Und deshalb müssen ja diese Themen hier wie Glück gebracht werden. Das ist eigentlich ganz logisch. Ja? Und auch zum Tierschutzverein, was wir hier sprachen, ist es ja auch typisch, es werden ja nicht die verfolgt, die jetzt das Tier quälen. Wir haben noch nicht einmal in den letzten Jahrzehnten erfahren, dass einer, der einen Hund zum Krüppel geschlagen hat, dass der irgendwie belangt worden ist, sondern es soll nur Mitleid erzeugt werden, die Geldbörse gezückt werden. Ja, also wieder, es ist der Umsatz,
der dort im Vordergrund steht und nicht die Liebe zum Tier. Das ist ein Geschäft. Das ist ein reines Geschäft, das muss man durchschauen. Ja? Und dann, das ist nun mal auch ein Markenzeichen auf der Grün, dass sie für die letzte untergehende Grünpflanze wahrscheinlich 1000 Menschen erschießen würden. Ja? Also diese, das haben wir ja in Belgrad erlebt, in Jugoslawien, ihre Haltung dazu. Und diese Tierliebe, die hier geheuchelt wird, es ist eine geheuchelte Liebe und hat also mit der wirklichen Realität nichts zu tun. Und wir merken das ja heute im Umgang mit den Menschen, mit den Familien und so weiter, zu der gesamten Sozialfrage, wie der Mensch im Mittelpunkt steht. Da muss ich aber gleich mal die Frage einwerfen, wie das, wenn der Sozialismus wieder eine bedeutende Position eingenommen hat, was mit den Tierschutzvereinen am Ende geschehen soll, letztendlich. Wenn wir uns wirklich darum kümmern können, dass es unseren Haustieren, die Menschen selber eigentlich vom Wildtier zum Zaumtier gezüchtet haben, was wir damit anfangen wollen. Das wissen wir nicht. Wir übernehmen doch letztendlich dann auch Verantwortung dafür. In der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist eine Tierschutzorganisation, die es vielleicht geben wird, nicht gegründet, um Profit zu machen, sondern um Tiere zu schützen. Genauso wie in der sozialistischen Gesellschaft das Krankenhaus nie dazu da ist, um ein Geschäft zu machen und die Pharmaindustrie nie dazu da ist, um Profit zu machen, um ein Geschäft zu machen, sondern um Kranken zu helfen. So ist es eben, dass das Tierheim im Sozialismus dazu da, um Tieren ein Heim zu geben und nie um Geld zu verdienen. Wie das ist mit dem Geschäft machen im medizinischen Sektor, da kann ich eine schöne Story zu erzählen. Als ich in Jugoslawien die Polizeifolter überlebt habe, unter dem Marionettenregime in Montenegro, kam ich zurück mit einem subduralen Hämatom. Und der Chefarzt einer Privatklinik sagte, oh, da müssen wir ihm unbedingt einen Schädel aufbohren, anders können wir das Blut da nicht rausholen aus dem Zwischenraum und so weiter und so fort. Naja, ich wollte in diese Klinik nicht rein. Es hat doch wer weiß wie gestunken, weil man die Fenster nicht aufmachen kann, war ja voll klimatisiert und diese ganzen Putzmitteldämpfe, die sind dann immer wieder im Kreis gewirbelt worden und ich als Bronchialasthmatiker habe also direkt beim Betreten dieses Krankenhauses gelitten wie ein Hund, habe es also aufgeschoben. Bin dann in die Bonner Uniklinik gegangen, in der ich als Kind mal gelegen habe, habe mich röntgen lassen. Und der behandelnde Arzt sagt, ja, subdurales Hämatom, das ist winzig klein geworden, das ist ja nur noch ein 1/30 vom übrigen und das ist kein Hämatom mehr, sondern es ist ein Hygrom. Aufgrund der biochemischen Gesetze kann es sich in Hygrom verwandeln und dann abgebaut werden. So, und dafür wollte dieser Chef des Krankenhauses, was ein evangelisches Krankenhaus in Koblenz, wollte aus Profitgier mir unbedingt einen Schädel anbohren. Was wäre mit Verlaub gesagt, wenn man diesem Chefarzt mal mit einem Bolzenschussgerät einen Schädel anbohrt, wie man das mit Schweinen zu tun pflegt. Wohlgemerkt, mit Verlaub gesagt und nur als Gedanke mal erwähnt. So viel Humor muss sein.